Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914, wieder aus unserem kleinen Grönland. Wir haben selber jetzt das zweite finnische Gebiet erobert. Gestern waren wir ja noch kurz davor, Enontekiö anzugreifen, haben es natürlich dann auch entsprechend geschafft und über Nacht dann halt Tornio erobert. Nordrussland ist jetzt auf dem Weg nach Inari. Weiter im Süden kommt Norwegen rüber. Schleierhaft ist uns allerdings immer noch die Kriegserklärung an Schweden. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Dann haben wir entsprechend nochmal Gebäude in Auftrag gegeben. In Enontekiö war das nicht so unser Wunsch. Das war schon im Bau. Das haben wir bloß so übernommen. Das war okay. In Friedrichsthal haben wir einen Hafen in Auftrag gegeben. In Ivigut haben wir einen Hafen in Auftrag gegeben. In Zuckertopen und in... Da unten halt, ne? So, was ist sonst so im Rest der Welt passiert? Momentan ist überall so ein bisschen, naja, fast bei einer Ruhe. Rumänien wartet immer noch, hat ja Bulgarien erobert gehabt, wird sich davon wahrscheinlich noch erholen. Griechenland hat jetzt Serbien fast komplett erobert. Unten in Afrika hat Marokko jetzt das letzte Gebiet von Französisch-Westafrika erobert. Dort ist entsprechend auch nicht mehr passiert. Interessant wird es hier in dem Bereich Großbritannien, Frankreich, Italien. Großbritannien ist dabei, weitere Gebiete von Belgien zu erobern. Frankreich musste jedoch Niederlagen einstecken gegen Italien, das ihm zwei Provinzen abgenommen hat. Dafür hat Frankreich Bern erobert. Also ich vermute mal, dass Frankreich einer der Gegner ist, die als erstes von der Karte verschwinden werden. Zusammen mit Ostlibyen. In Amerika ist nichts los. Ja, da ist das jetzt ein bisschen langweilig so auf der Karte. Ne? Passiert halt noch nicht viel. Muss man halt alles noch ein bisschen abwarten. Es ist ja noch ziemlich frisch. Norwegen, Schweden. Also beide Spieler haben ja geschrieben, dass sie sich privat kennen. Von daher haben wir ja Schweden nicht angegriffen, sondern sind direkt nach Finnland gegangen mit Nordrussland. Wir waren etwas erstaunt. Ich habe auch eine Antwort bekommen, dass Schweden Norwegen den Krieg erklärt hätte. Wenn ich aber mal in die Zeitung schaue, dann sehe ich was anderes. Nämlich Norwegen hat Schweden überfallen. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, was da kaputt ist. Auf jeden Fall hat nicht Schweden den Krieg erklärt, sondern Norwegen hat den Krieg erklärt. Sorgt natürlich für weitere Verwirrungen, da ja, wie gesagt, Norwegen gesagt hat, Schweden hätte ihn angegriffen. Der Zeitungsbericht sagt aber was anderes. Also von daher, ich weiß noch nicht, was ich darüber denken soll und ich weiß auch noch nicht, wie das jetzt hier in der Form weitergeht. Müssen wir abwarten, müssen wir mal schauen. Weiß ich auch noch nicht, was ich damit, ja, was ich darüber denken soll. Naja, mir tut es auf jeden Fall leid für Schweden, der von seinem eigenen Kumpel überrannt wurde. Aber so ist das Spiel. Naja, würde ich sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und bis dahin, tschüss und bye bye.